Dogman! Au! In echt! So wie F. Guck mal, was sagt man immer? Allein früher bei den Ärzten, weißt du noch? Männer sind Schweine. Immer so, ah, Männer sind Schweine. Ist nicht so. Weißt du, wie Männer sind? Und das stimmt wirklich. Männer und Frauen sind wie Hunde und Katzen. Warum? Zieh dir doch mal so einen Hund rein. So, der chillt zu Hause vom Sofa, dem ist alles scheißegal. So, der ist so ein bisschen am Stinken, dann sitzt er so vorm Fernseher, so ein bisschen dumm. Der scheißt so auf Sachen, der guckt so, du guckst ihn manchmal an, den Hund, und er so. Du kannst ihn auch fragen, was du willst. Du so, ey, yo, Mann, hier, Salami, der so. Weil der chillt, das ist wie ein Mann. So ein Hund, wenn der geil ist, so linke Nummer, der macht so am Fenster, der so, hey, ich will raus. Du denkst so als Herrchen, ah geil, der will ein bisschen raus. Nee, der geht in den Garten, zack, springt der rüber zur Nachbarshündin und dann, zack. Und dann wieder chillen. Aber Frauen, komplett 1:1 wie Katzen. Ich check auch gar nicht, dass es männliche Katzen gibt. Habt ihr mal eine Katze euch reingezogen, im Gegensatz zu diesem abgechillten, dummen Hund? Guck mal, die Katze, wie so eine Frau, die führt irgendwas im Schilde. Die kommt so nach Hause, weißt du, weißt gar nicht genau, wo die war. Die war vielleicht so 2-3 Tage weg oder so. Du willst gerade so ein bisschen sauer sein als Mann. Ja, dann fängt die an, sich so bei dir einzuschleimen. Guck mal, dann geht die so um den Fuß rum von dir, die so. Und du, wie ein dummer Hund, und gerade noch sauer gewesen, so, wo warst du? Und sie so. Und du so. Ah, ist in Ordnung. Bewegen sich ja so graziös. Im Gegensatz zu einem Hund manchmal, weißt du, der so. Geil, Alter. Und das Krasseste ist ja wohl auch, der Hund, der geht so, dann wedelt er so mit dem Schwanz, weil der ist so voll verspielt. So wie Männer, weißt du, so, hey, mit den Jungs, ich geh heute saufen, bisschen Fußball spielen. Und der Schwanz hängt auch so runter. Aber die Katze, tack, richtig gerader Schwanz hin. Und dann geht sie weg und was zeigt sie dir? Du kannst richtig reingucken, mitten ins. Die macht das link. Die gibt dir so ein bisschen so dieses Sicherheitsgefühl, du gibst dir alles, was sie braucht. Und die geht so weg und ohne Worte zeigt die dir so, auf dich scheiße ich eigentlich. Weißt du, und wir dummen Hunde gucken hinterher. Wir denken dann ja auch so, die waren die Killer. Aber die Frau, die Katze weiß genau, die hat gewonnen. In echt Kampf verloren, aber so ist das. Hunde sind wie Männer und Katzen sind wie Frauen. Guck mal, es gibt doch auch Catwoman. Guck mal, was macht Catwoman denn? Richtig enger Ledersuit, richtig sexy. Wie die einen so einschlägt, weißt du, wenn die so vorbeikommt. Hat sich verwandelt, die stimmt nicht mehr richtig. Die ist richtig shit, so die Frau. Die so, oh, ich bin Catwoman und so. Und du denkst wieder so, geiler Lederanzug, Alter. Guck mal, es gibt ja so Catwoman und dann gibt's Batman. Das heißt, die vergleichen so einen Mann mit so einer Fledermaus. Aber eigentlich ist ein Mann ja wie ein Hund. Aber wie dumm wäre das? Stell dir vor, so Dogman. So, Dogman! Und dann auf einmal so ein richtiger Trottel, weißt du? Leute schießen auch wie bei Batman das Zeichen in die Luft und dann suchen die so Dogman und man sieht den so mit den Schlabberohren, mit dem dummen Gesicht. Der so. Und der weiß genau, der wird so gebraucht. Kommt dann so angerannt und dann ist Dogman so da. Der so, Dogman, wo kann ich helfen? Kann aber gar nicht helfen, weil der einfach völlig vertrottelt ist. Der will einfach nur so stinken, scheißen, faul sein. Das ist der einzige Grund, warum es Batman und Catwoman gibt. Und nicht Dogman und Catwoman, weil Dogman könnte nix. Die Verbrecher, die kloppen gerade jemanden zusammen und auf einmal so kommt er so von hinten an, der so, hey, lasst sie in Ruhe, hier ist Dogman. Dogman ist richtig krass. Der Junge, der würde so Leute verfolgen, der so, stehen geblieben, Dogman ist da. Rennt so hinterher und auf einmal unterwegs, der riecht nur eine Hündin. Ich bin dran, Jungs. Und auf einmal riecht er das so. Zack, ist er weg. Die ganze Stadt geht unter. Gotham City, richtig verkackt. Die Einbrecher übernehmen die Führung. Dogman. Weißt du, Catwoman kriegt alles auf die Kette. Catwoman geht so hin, so, ja, keine Ahnung. Und zack, mit den richtigen Krallen in den Rücken gerammt. Dogman, der würde gar nicht checken. Der will so einen verarschen, aber der wird direkt von Anfang an verarscht. Dogman! In echt. So wie F.